Huhu, hier wieder beim Quali und bei der Sarah May. in der Secret World. Ja, wir sind im Hauptquartier des Feindes. Soll man gar nicht glauben, aber das werdet ihr gleich sehen da hinten. Und hier gibt's Wissen. Ja. Im Keller. Weil sonst ist der Keller nämlich zu nichts gut. Der ist zwar riesig, aber da für das Wissen. Ach ja, und Karl ist auch wieder dabei. Jetzt, wo der Lestrak schläft, traut sich der Karl auch wieder raus. Ne? Ne, Karl? Ja. Und wir machen hier die erste Quest vom Abdel Daud. Das ist nämlich der dicke Mann, den wir im Hauptquest gesehen haben, der hier ganz böse Pläne mit Arthorn hat. Schauen wir doch mal. Schicksal von Al-Maya. Meier? Nee, Meraille, irgendwas Arabisches. Mein Freund, schön Sie zu sehen. Sie kommen spät. Ich bitte um Entschuldigung, aber angesichts der Umstände verzeihen Sie mir das sicher. Wir haben Krieg. Erzählen Sie mir nichts von Krieg, dicker Mann. Sie sind zu spät. Es tut mir sehr leid. Worüber müssen wir reden? Unsere Freundschaft. Wir haben viel für Sie getan. Wir haben Ihnen das Dorf gegeben. Das Dorf gehört uns noch nicht und außerdem. Das ist Ihr Problem, nicht meins. Sie haben Waffen und Unterstützung. Wir haben Ihren schlafenden Gott erweckt. Was haben Sie getan? Was haben wir? Die Lieferungen sind gestoppt. Ihre Armee konnte die Feinde nicht besiegen. Sie laufen frei durch die Straßen. Es müssen mehr Hände graben. Warum verweigern sich Ihre Leute? Meine Leute? Das sind nicht meine Leute. Die Maria bekommen Hilfe von außen und sie schlagen zurück. Sowohl draußen als auch im Dorf. Wir brauchen mehr Unterstützung. Sie verlangen von uns noch mehr Gefallen? Mein Freund, wir verlangen nicht. Aber solange das Dorf weiterhin frei ist, können wir nicht beenden, was wir begonnen haben. Wie gesagt, Ihr Problem. Unser Problem. Ja. Es gibt einen Plan. Die Maria wissen nichts von den Tunneln unter dem Dorf. Wir benutzen sie und starten einen Überraschungsangriff von innen heraus. Warum führen wir dann eigentlich noch dieses Gespräch? Vergeuden Sie nicht unsere Zeit. Gottloser Ketzer. Ja, ist so ganz gottlos, ist er, glaube ich, nicht. Coole Mütze übrigens. Ja, ne? Die habe ich mir letztens im Auktionshaus gekauft. Wie heißt die? Das ist die Strickschlapphut mit grauen Bändern. Strickschlapphut. Ja, sollte man eigentlich nicht drauf kommen, weil, okay, stricken, ja, aber Schlapphut. Das ist Ich ja. erinnere an dieses komische hier, wie heißt das? Das eine Gewand. Jagdumhang? Genau, Jagdumhang, wie hieß es genau. So, wir Ja. müssen schon wieder eine Barrikade verteidigen. Das Ja, ist ich doch nehme auch wie schon geschaffen für. Kettenangriffen. Bin ich übrigens mit meinem anderen Charakter und dem kleinen auch tausendmal gestorben, wie bei fast allen Verteidigungsmissionen, bis ich auf die Idee gekommen bin, mich da einfach oben hinzustellen und von oben zu schießen. Ja, damit die NPCs hier dir helfen, ne? Also mehr machen. Da kommen noch mehr. Es kommen immer mehr. Jetzt ziehen wir mal den Absaugeffekt. Schön, wenn man immer noch hört, da kommen noch mehr und irgendwie ist sich noch nicht.
Sehr gut. Jetzt dürfen wir zu dem anderen Teil. Der andere Wachposten ist nicht so schlimm. Ah, da bin ich mehr gestorben als hier. Ja. Ich nicht. Den habe ich beim ersten Mal geschafft. Du weißt aber schon, dass wir dann auch in die Tunnel müssen und dann wieder einen Jumble Run haben. Nein! Das machst du doch so gern. Not. So, hier, Granate. Na komm, schmeiß die Granate. Boah, bis sie die Geschwister sind, schon alle tot. Kettenangriff, vor the win. Sturmgewehr hat keine Kettenangriff. Aber ich könnte auf Blut umswitchen. Das ist ein Wissen. Genau, geh du mal ein bisschen nach. Oh, okay. Ja, du kannst ja deine Ketten machen. Genau. Da kommen noch mehr. Ja, erzähl doch nicht. Ich weiß, dass da noch mehr kommt. Es wird immer mehr. Es wird immer schlimmer, bevor es besser wird. So mal gesagt. Da kommen noch mehr. Noch mehr. Ach, jetzt kommen die paar Dicke. Ja, das ist schon fast am Ende. Für den Moment, ja. Da ist noch eine. Und die läuft, glaube ich, zum Eingang, oder? Da haben wir noch einen. So, in die Tunnel. Freut euch auf Jump'n'Run mit Koali. Der Villandesch hat mir ja letzt erzählt, dass man mit Sturmgewehr und Klingen ganz gut klarkommen soll. Ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen, was man da jetzt genau machen soll mit Sturmgewehr und Klingen. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kann der dir ja mal einen Tipp geben, was für eine Skillung das sein soll. Also, was für passive und aktive. Kann der ja mal in die Comments schreiben, wenn du das denn liest. Für die Nachwelt erhalten. Hier sind doch, glaube ich, irgendwas. Ja, genau. Ich erinnere mich an diese Idee. Ich mach mal einen Buff an. Also, nur für mich. Nein. Du brauchst noch keine Buffs. Wenig. Ich muss hier meinen Schaden um 17% immer erhöhen mit zwei Buffs. Der 17,5, glaube ich. Tut mir leid, das ist ein Kettenangriff. Auch die Fähigkeit, die du auf ein Ziel mehr überspringen lässt? Ja. Irgendwo habe ich es da drin, ja. Aus Blut, ne, ist das, glaube ich. Ja, glaube auch. So, jetzt ist das mit dem Hüpfen. Mit dem Hüpfen? Ja. Musste man zuerst nach links oder zuerst nach rechts? Ich weiß es nicht mehr. Beinahe runtergefallen. Also ich bin immer den längeren Weg hier lang, weil dann bin ich immer auf der sicheren Seite gewesen. Bin schon mal runtergefallen. Nein! Wie nein? Doch. Ich habe es auf Video. Kann ich mir also später nach angucken? Wenn du das für anguckenswert hältst, runterfallen. Oh, es geht doch heute. Ja. Es war schon mal schlimmer. Stimmt.
hätten die Quest mit den Statuen, könnten wir gleich machen. Verdammt, fast. Ich darf echt nicht lachen. Er war auch so. Jo, ich hab einen Schuss abgefeuert. Kettenangriffe, ich sag's dir. Ich bin eben mehr der Schamane und das bin ich eben mit Ketten und Blitz und Feuer und das ist mein Element. Mhm. Mit den Statuen, ja, das brauchst du ja für deine Story-Quest, ne? Die Hauptquest. Genau, richtig. Ja, gut, dass ich mir das noch aufgeschrieben habe. Ach, das reicht mir. Ja, du darfst ja auch nur hüpfen und die aktivieren. Ich darf das ja nicht mal. Ja, ich wäre die Erste sonst, die da hoch hüpft und das freiwillig. Wo kommt man eigentlich hin, wenn es hier durch? Das weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert, weil ich immer schon. Oh, verdammt. Ich habe dich eingesperrt. Hm. Man kommt in einen dunklen Tunnel. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Das wäre witzig. Ah, hier ist noch eine Steuerung. Kann ich wieder zumachen? Bei mir ist es nur offen. Ah, jetzt ist es zu. Und? Hätte sein können, dass da hinten noch Wissen wäre. Das wäre cool, oder? Ja, das wäre es total gewesen. Das wäre richtig gut versteckt gewesen dann. Ja, das wäre eins der wenigen gewesen, die ich dann nicht hätte. Aber nein, es spielt ja wieder gegen uns. Okay, Bericht senden. Was sagt uns denn heute? Ich könnte mal wieder öfter hier auf die Dinger mal gucken, was der Drache uns so alles mitteilen möchte. Wir müssen jetzt weiterhin Zwietracht zwischen Adel Dahut und seinem Förderer sehen. Niemand vertraut dem anderen wirklich und für einen Propheten und seinen Geschäftsmann gilt das ganz Besonderes. 623909T8854-1. Ja, genau. Und wir haben einen Skarabäus gekriegt, der allerdings scheiße ist. Ja, entweder zerlegen, damit du den Matz hast, oder verkaufen, damit du ein bisschen Kleingeld hast. Mhm. Guck mal, was wir hier überhaupt noch. Alles Müll hier. Angriffswert, Gesundheit, kritischer Trefferwert, aber minus Heilungswert. Das ist aber das Problem bei einem Heiler. Es gibt ganz viele Sachen, die von den Stats her eigentlich total cool sind, aber meistens den Heilungswert sowas von krass runterziehen. Mhm. Das ist nicht so cool. So. Ja. Dann müssen wir doch mal auf unseren Chef hören und weiter Zwietracht sehen. Ne? Darin sind wir also auch ich auf meinen Chef. Ich weiß nicht, was dein Chef gesagt hat. Ja, meine war auch dafür, dass ich dann nochmal ein bisschen was sehe und aufhetze. Aber sonst war sie eigentlich nicht wirklich zufrieden. Aber die ist irgendwie nie zufriedenzustellen. Also ich glaube, die müsste mal irgendwie ein bisschen Urlaub machen. Terra ist ja auch ein Illuminat. Ja, eine von der bösen Sorte. Immer so. Liebesgrüße aus Oxford. Ich finde es seltsam, dass Sie Zeit für Kaffee haben, während wir auf Sie warten müssen. Sie wissen, wie es da draußen ist. Das da draußen ist unser Werk. Haben Sie etwas für mich? Es wird immer schwieriger, neue Schätze zu finden. Es gibt kaum mehr welche. Nein. Sie finden welche. Darum sind wir Freunde.
Darum helfen wir ihnen. Weil sie uns welche geben. Wenn sie damit aufhören, sind wir keine Freunde mehr. Dann werden wir Feinde. Wagen Sie, mir zu drohen! Ich bin ein Prophet von Athan und ich verlange Respekt! Ich habe doch noch gar nicht gedroht. Prophet des Athan. Da ist ein Ort im Norden. Sie graben dort noch nicht. Andere schon. Engländer. Die Ausgrabung der Universität, ja, ich weiß davon. Aber selbst wenn es dort Schätze gibt, haben wir nicht genug Leute, um... Nicht genug Leute? Nicht genug Leute. Finden Sie Leute. Dadurch bewahren Sie unsere Freundschaft. Gibt's ein Problem? Offenbar nicht. Sehen Sie mich an. Nein. Nein. Es gibt kein Problem. Gut. Die Archäologen warnen. Da müssen wir ja eh hin, ne? In die Ecke. Hast du schon geportet? Nein, ich bin noch mal kurz zum Verkäufer gelaufen. Okay. Ich porte schon mal so in die Ecke. Aber ich habe nichts mehr zu trinken, das ist echt schlimm. Morgen wieder einkaufen gehen. Ja, wie gut, dass morgen Montag ist, ne? Das ist korrekt. Ich war heute auch total durch den Wind, weil ich dachte, ist ja schon Nacht durch, jetzt haben wir Montag, aber nein, Pustekuchen. War immer noch Sonntag. Naja, man kann ja nicht alles haben. Und da hat sie jetzt wieder was verkauft und wieder genug Geld, um zu porten. Ja, und ein bisschen mehr Platz in den Taschen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Damit ich so ein bisschen den Überblick über bei mir in der Tasche habe und alles, was ich nicht brauche. Entweder hat es gute Sets, was ich noch zerlegen kann, oder wow, war das ein Leck? Jo, fettes Leck. Den Golem kann man übrigens nicht angreifen. Der ist ja freundlich. Und dann haben wir hier nämlich das Oxford-Lager. Und eine Filmsequenz bestimmt gleich mal wieder ankommen. Jawohl. Gerade noch rechtzeitig. Nein, eigentlich nie, um ehrlich zu sein. Wir wurden beraubt. Mit vorgehaltener Pistole? Eigentlich ist so etwas kein Problem angesichts unserer Erfahrung. Aber es waren viele. Und sie waren mordlustig. Wir waren der Ansicht, dass wir unter diesen Umständen keine andere Wahl hatten, als die fraglichen Artefakte im Stich zu lassen. Obgleich sie von der Art waren, die man eigentlich nicht im Stich lassen sollte. Oder gar nicht. Was da auch komme, nur eben nicht auf Kosten unseres Lebens, versteht sich. Versteht sich. Ja, die beiden. Ich mache eure Quest nicht, die ist doof. Noch eine Video-Sequenz. Punkt für dich. Monty! Ich glaube, langsam werde ich zu alt für diesen Unfug. Ach was, Blödsinn. Man ist doch nur so alt, wie man sich fühlt. Und bei dir? Wir haben Gesellschaft. Arun Singh, mein Partner Montgomery de la Roche. Wir sind aus Oxford. Abteilung für Okkultes.
Das scheint mir unter den Umständen redundant zu sein, Aaron. Du hast gesagt, man soll stets präzise sein, Monty. Sogar auf Kosten der Ökonomie. Sie sind bestimmt nicht wegen der Landschaft hier. Das ist unser Gebiet. Wir waren sehr vorsichtig auf diesem bröckeligen Boden, damit ja nur kein Fehltritt. Dinge zutage fördert, die besser vergraben blieben. Nicht so wie diese Orochi-Proleten. Wir hätten eine Entdeckung dieser Größe ungestört gelassen. Naja, zumindest größtenteils. Diese groben Klötze haben nicht an die Konsequenzen gedacht. Diese Ausgrabung, einfach alle Gebäude im Tal, sind nichts als Schmückwerk. Markierungen. Die Vorkammer einer zweiten Stätte, eines gewaltigen Komplexes. Eine ganze Stadt, versiegelt im Innern der Berge. Verborgen vor neugierigen Augen. Unter Google Earth. Erst jetzt geöffnet, mit einem unheimlichen, schrecklichen Ende. Vom Fluch der Mumie haben Sie ja ganz sicher schon gehört. Mumpitz. Völliger Quatsch. Aber so manches wurde mit gutem Grund vergraben. Und sollte es auch bleiben, der Gier zum Trotz der Wissenschaft und der Hochschulen. Monty möchte damit sagen, dass wir da auf gar keinen Fall reingehen. Wir sind Gelehrte, keine... Ich fürchte, Dämme gegen die Flut sind ohne jeden Nutzen, wenn von der anderen Seite ein Tsunami heranrollt. Ich höre Gesang. Er verhallt. Das bedeutet etwas. Das fällt mir erst jetzt auf, dass das Zusammenhang hat mit dem, was später kommt. Ganz witzig. So, hier ist noch eine Nebenquest, die nehmen wir noch mit. Ich glaube, in dem Zelt gab es auch ein Wissen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, hier ist nichts. Okay. Vielleicht hinter dem Zelt. Oder in dem Zelt, wo auch die Karte ist. Ich bin jetzt in beiden schon drin gewesen, aber... Ah, es sind hier drei hier. Ah, da bist du ja. Von hinten angeschlichen. So, so. Ja, natürlich. Ja. Wie soll ich mich sonst anschleichen? Von vorne? Seitlich. Seitlich? Seitlich, das wäre mal was. Das kriegen ja die NPCs auch immer hin. So bei Beklettquests. In Bunkern. Sturmgewehr, cool. Völlig beschissenes Sturmgewehr. Ein Leichenschmuck. Jedem sein Fetisch. So genau würde ich das gar nicht wissen, was die Fetisch haben. Wenn sie schon Leichenschmuck da halten. Warum verbindest du jetzt Schnüffeln direkt mit Fetisch? Das ist auch noch eine komische Idee. Also. Aber gut. Ja, was. Also, naja. Egal. Lass mal das lieber mal als Thema. Ja. Dafür braucht man den Lesrak. Ja, definitiv. Ich kann das nicht. Und ich glaube, das brauche ich auch gar nicht. Nee. Mach du mal in den Viecherblatt, ich hol Wasserflaschen. Okay. Okay. Guck mal, hier ist auch so eine... Wie ist das? Ist das eine Templerin? Ja, Tatsache. Vala Vahir Morghulis, willkommen in meinem Let's Play. Da hinten gibt's ja auch das erste... Artefakt, was wir sammeln sollen. Artefakte! Ja, ich hab da mal die Gude weggemacht. Das zweite Artefakt beschaffen.
Aber das ist hier noch nicht. Ne? Wir machen jetzt erstmal hier die Statuen. Genau. Okay, dann nehmen wir jetzt wieder einen, erstmal die Flasche hier aufheben. Ich versuche es herauszuzögern, du siehst. Ja, ich sehe das schon. Ich habe das vollkommen verstanden. So, ach, hast du schon eine angemacht? Nee, du hast nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr, weil ich habe die Story Quest nicht mehr. Ach so, ich muss doch erst noch die Notiz untersuchen. Noch mehr herauszöger. Das habe ich natürlich nur deswegen gemacht, weil inzwischen hier unten noch eine neue Wasserflasche gespawnt ist. Mhm. Natürlich. Ja, was denn? Nix. So, einmal den. Jetzt wird's kompliziert. Jupp. Oh, zwei Wasserflaschen. Zöger. So. Oh, beim ersten Mal. Ja, du hast geübt. Den ruhig mal sagen. Ich spawne dich jedes Mal an. Und sage, du musst aber hüpfen. Das Hüpfen lernen. Was ihr jetzt natürlich nicht gesehen habt, Leute, ne? Ich war in einem Bootcamp eingesperrt, tagelang. Ja. So, der. Jetzt kommt die Bastard. Das ist doch die Katze da drüben. Ja. Die ganze noch ein bisschen Bühne töten. Hey, Metzeln! Na, siehst du? Geht doch. So, der nächste war nicht der, nicht die, sondern hier die. Yay. Und die letzte ist dann die Katzenstatue da, ne? Yep. Ist doch noch so ein bisschen im Kopf. Juhu. Und jetzt? Die letzte Statue von Anubis finden. Ja, die ist außerhalb. Also. Ach Manu, hier wurde ja schon wieder gemetzelt. Ja, da waren die Templerin wahrscheinlich. Böse Templerin. Dann sind wir uns jetzt mal einig, weil du bist ja Illuminati, ich bin Drache. Also jetzt zusammen gegen die Templer. Ne? Natürlich. So, die versiegelte Kammer betreten, das machen wir aber noch nicht, sondern wir suchen jetzt erstmal das zweite Artefakt, das ist da vorne irgendwo. Bei den Krebs. Aufpassen, wo die Skorpione hier rumlaufen. So, jetzt müssen wir das hier suchen. Wo ist es denn? Da vorne. Yay. Und hier ist zwar noch eine Nebenquest, die ich gerade nicht annehmen kann, weil ich angegriffen werde. Terra. Wuff. So, jetzt kann ich es annehmen. Und wir müssen Gruften blockieren. Habe ich mich jetzt selber eingeschlossen? Ein bisschen, ja. Ich komme jetzt zumindest irgendwie nicht mehr weg. Versuch mal auf dein Hoverboard. Ne, geht nicht. Wie war denn dieser Chat-Befehl, wo man nochmal damit rauskommen konnte? Du bist doch raus. Ich bin raus. Yay! Durch irgendwas, warum auch immer. Ja, ein bisschen Zeitverzögerung. Ja. So, Gerüften verschließen.
Taste? Nee. Da kommen da jetzt bestimmt auch wieder welche. Oder auch nicht. Von hier überall. Sagen wir, dass ich noch. Der DD-Trick macht das schon. Ja, ich weiß. Ist der denn da reingefallen? Hier draußen sind auch welche. Haken rüber. So. Nochmal. Eine Minute. Ja, ich hätte es können. Die wollen jetzt nicht, dass wir die Gräber schießen. Ja, ich suche hier gerade mal in den Zelten nach Wissen, aber. Ich finde nur Leichen. Und Glyphenwerkzeugsätze. Wobei die echt nützlich sind. Eigentlich. Ja, eigentlich. Aber ich glaube, ich will nur noch aus dem Hauptquartier mir das gegen Schatzbarren holen. Ja, weil bei deinem Charakterstand ist das. Ja, aber das sind ja auch hier schon hohe. Okay, 8. Aber. Im Hauptquartier gab es 9er, ne? 10er. Und 10er. Sogar episch. Kannst du das für episch holen? Ich glaube, ich habe 200 Schwarzbarren ein Blütenset. Ja gut, die muss halt auch erst durch die ganzen Quests halt farmen. Also wenn ich mir da aber bedenke, dass die Schwarzbarren ja früher gar nicht für die normalen Quests gab, als wir das Let's Play angefangen haben, gab es das noch gar nicht für die normalen Quests. Okay. Ich bin ja noch nicht lange dabei und ich kenne das ja nicht. Da gab es die nur in den Instanzen drin und so. Und bis du da mal was zusammen hattest, also pff. Und beim PvP glaube ich auch noch. Oh. Das hat echt. Und dann haben sie, glaube ich, nach dem Geburtstag oder so haben sie das dann eingeführt. Mhm. Dass es jetzt für die normalen Quests hier auch so Barren gibt. Weil ich mir da jetzt auch gerade echt nicht sicher bin, aber ich meine, das wäre so gewesen. Ist ja nicht schlimm. Ich kenne es ja nicht anders, deswegen. Ich kenne es auch. Ja, es ist aber auch. Ich finde es okay. Ne? Ja, aber wenn du eben vier Quests hast, dann machst du die auch ziemlich schnell zusammen. Also, wenn ich überlege, ich habe ja erst Anfang des Monats angefangen. Ja. Mhm. So ganz jung, ganz frisch dabei. Und hab dann aber schon jetzt fast 2.000 zusammen gehabt. Also 2.000 Schwarzbarren. Mhm. Zwischenzeitlich mir eben nochmal Waffen gekauft und ja, gestern eben schon mal 2 Glyphen. Glyphenkits. Ja. Gut, die Google-Quest hier machen wir jetzt nicht, die war ziemlich ätzend, ne? Ja. War das nicht die mit diesen komischen Steinen, die man da irgendwie... Ja, genau. Und dann musstest du das Licht noch suchen und die Kristalle richtig drehen. Ach ja, der war ätzend. Ja. Sorry Leute, wenn ihr die unbedingt sehen wollt, dann... nicht jetzt. Das war's gut, verdammt. Ich wollte gerade umstellen. Damit die Zuschauer auch mal sehen, dass ich auch Kugeln töten könnte, wenn ich wollte. Ja, ich schon zu. Und zwar ohne Lebenspunktverlust. Ja. Ist ja auch einfach, ne, als Heiler, dass du keinen Leben verlierst. Als Absaugheiler ist das nicht so schön. Als normaler Heiler. Ich erinnere an den schwarzen Mann. Die Zuschauer wissen, wovon ich. Ja. War richtig schön laggy. Deswegen bin ich auch schon auf Einzelschaden habe gegangen, weil wir müssen ja gleich das in den Gang da rein für die rote Quest.
Ja. Aber erstmal hier. Für den Hauptquest gibt es noch eine Solo-Instanz. Hey. Yay! So gehört sich das. Ja, aber was in dieser Solo-Instanz passiert, das erfahren wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Quali noobt rum in der Secret World. Bis dahin, have fun, eure Terra May und euer Quali. Tschüss. Yeah.